Moin Leute, es geht weiter. Ich bin jetzt dabei, die Frontplatte auszumessen und zu bauen. Ich habe die schon mal zurechtgeflext. Ich zeige euch das nicht, das ist so eine elendige Arbeit. Ich habe jetzt noch einen Krampf davon in den Händen. Mal kurz ein kleiner Tipp, wenn ihr sowas nachbauen wollt und ja, die Punkte genau ausmessen müsst, wo die hinkommen. Erstmal besorgt euch schönes, ordentliches Werkzeug dafür, das geht wesentlich besser. Und ja, wenn man jetzt hier die Maße zum Beispiel ermitteln will, ich mache das mal ganz einfach. Ich drehe erst alle Bolzen, wie gesagt, rein. Und dann kommt eine Wasserwaage oben rauf. Und dann kann man richtig schön von unten die Maße sich ermitteln. Ich hatte eben gerade eine andere Wasserwaage, oder geht das noch ein bisschen näher? Ja, das geht noch ein bisschen näher. So, da haben wir jetzt 145. Das muss nämlich alles richtig schön genau werden, weil sonst passt das am Ende nicht und dann, ja, man versaut sich das alles so im Nachhinein. Auf jeden Fall darauf achten, die unteren Bolzen, die sind 2 mm dünner, sind M14er und oben sind M16er. Nicht meckern, das sind 4,6er Schrauben, die werden noch ausgetauscht. Leider war wieder nichts anderes da und dann habe ich die erstmal genommen. Ich weiß gar nicht, warum man sowas überhaupt herstellt. Naja, ich werde auf jeden Fall 8,8er reinsetzen. 10,9er, glaube ich, macht keinen Sinn, weil. Ja, ich glaube, vorher bricht der Gussrahmen oder sowas, bevor 10,9er brechen. Und ja, das ist dann so eine Sache, man sollte das gar nicht mal so stabil alles bauen, weil irgendwas geht immer kaputt. Und je stabiler man das alles baut, ja, umso schwächer wird der Treckerrahmen dann im Endeffekt. Naja, auf jeden Fall, ich habe die Maße jetzt schon mal alle besorgt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Tipp. Dann kann man die Maße sich richtig gut ermitteln. Ja, gucken wir uns gleich mal eben die Platte an. Ja, das ist jetzt die Grundplatte. Das ist eine 30 mm dicke Stahlplatte. Beim Flexen, ja, da darf man auf jeden Fall kein Bier vorher trinken. Also es muss schön gerade sein. Ja, da muss man sich echt mal einmal kurz anstrengen, dass man die Flexe auf jeden Fall gerade hält. Ja, um die Punkte auszumessen, da eignet sich sowas auf jeden Fall sehr gut wie ein Streichmaß zum Beispiel. Das kann man sich dann genau einstellen auf das jeweilige Maß und dann, dass das alles schön genau wird, auch mit einer Anreißnadel, das geht immer sehr gut. Das sind nur mal eben so ein paar kleine Tipps, wenn man sowas macht. Also man kriegt das auf jeden Fall wesentlich genauer hin. Ich habe das auch mal mit dem Streichmaß dann einmal mal von den Außenkanten bis zur Mitte gemessen, habe mir da einen Strich gemacht. Hier kann man es nicht ganz genau auf. Da sieht man das. Ja, da sind zwei kleine Ritzer. Auf jeden Fall, dass man exakt die Mitte hat und von der Mitte aus dann die Punkte anzeichnet. Ja, auf jeden Fall schön vorkörnen. Ich habe hier so einen Automatikkörner, aber geht auch ein anderer, den man einfach mit dem Hammer darauf haut. Ganz kleiner Tipp noch von mir. Wie nennt sich das noch? Von der Herstellung von den Stahlplatten, die Zunderschicht. Die würde ich erstmal noch drauf lassen, dann kann man wesentlich besser anreißen und dann am Ende erst alles runterschrubben. Ja, dann baue ich auf jeden Fall gleich einmal die Löcher, dass die für die Zapfwelle und für die Aufnahme, dass die erstmal drin sind. Achso, für die Zapfwelle muss ich noch die Aufnahme am Träger. Das sind die inneren Schrauben. Die oben, die passen genau überein mit der Zapfwelle. Und in der Zapfwelle, das sind Aussparungen, dass die Schrauben da genau reinpassen. Und die Zapfwelle selber ist dann hier nochmal verschraubt. Die muss ich gleich noch eben anzeichnen. So, und dann würde ich da hinten, ich will hier keine Gewinde reinschneiden, ich will von hinten eine Mutter hinterschweißen. Ich glaube, das geht ein bisschen besser als das Gewindeschneiden. Weil geschnittene Gewinde sind nicht so stabil wie eine Mutter. Ja, gut, okay, hier wäre es jetzt egal, weil es eine 30 mm Platte ist. Da hat man so viel Fleisch. Man kann es auch schneiden. Muss man am Ende selber wissen, wie man es macht. Ja, wenn ich die Löcher drin habe, dann muss ich einmal noch den Tunnel ausschneiden, wo die Zapfwelle dann durchgeht. Und für unten muss ich nochmal gucken, wie man das macht. Also der Lagerbock, der sitzt ja hier dann hinter, das sieht man dann noch gleich, dass man die Schmiernippel rankommt. Der hat einmal von vorne einen, aber der hat auch einen von unten. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den die durchgehen gehen lasse.
Ja, dann habe ich ein bisschen mehr Fleisch, dass die Platte in sich stabiler ist. Weil ich müsste die sonst ziemlich dünn machen. Dann wird das hier nur noch so ein ganz kleiner Kanal. Ich glaube, original ist das auch nicht anders, aber ja, mal gucken. Ich lasse die aber im Ganzen so, da der Schmiernippel von unten ist. Ja, ich habe die Grundplatte jetzt einmal hier festgeschraubt. Beim 300er vermute ich, ich weiß es nicht, ich habe ja das Ganze nie gesehen. Da muss irgendwie der Axtträger entweder länger sein oder ja, da sind auch Passhülsen zwischen. Ich habe jetzt auf jeden Fall geguckt, dass ich so mit den Löchern genau in die Grundplatte reingehen kann. Also hier werde ich dann reinbohren, Gewinde reinschneiden, dass man es das dann einmal komplett verschrauben kann. Um aber genau in dieser Flucht zu sein, ja, habe ich mir dann hier aus 30er Welle mir Passhülsen in der Bandsäge rausgeschnitten. Das, was man da unten sieht, das ist der Schmiernippel. Ja, da stößt er momentan noch an. Ich habe das Ding jetzt erstmal vorgeschraubt, um zu gucken, ob das alles passt. Und wie zu erwarten war, passt es natürlich. Ja, ich würde jetzt als nächstes einmal anzeichnen, wo der Zapfwellentunnel lang geht. Und das schneide ich dann gleich aus. Und dann können wir die Zapfwelle montieren. Und dann sage ich gleich noch was zu der Hardyscheibe. Ich baue die gleich noch einmal aus. Ich habe immer noch die Unterlegscheiben dahinter. Da habe ich mir auch noch Hülsen gebaut aus. Jetzt habe ich natürlich den schlechtesten in der Hand genommen. Ja, ich habe einmal nicht ganz mittig gebohrt, aber das ist eigentlich egal. Hier habe ich mir aus dem M20er Bolzen habe ich mir drei Passhülsen gemacht und die kommen dann dazwischen. Ja. Ja, die Grundplatte habe ich jetzt ausgeflext, dass der Zapfwellentunnel da sauber durchgeht. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Ich hab hier noch so eine Abdeckung gehabt für die Zapfwelle. Aber die passt hier nicht zwischen. Also ist nicht nur knapp nicht zwischen, die passt da überhaupt gar nicht zwischen. Ja, ich glaube, ich baue das jetzt ohne ein oder ich baue mir später nochmal eine enger anliegende Abdeckung. Da muss ich mal schauen. Also eigentlich macht das schon Sinn, das Ganze abzudecken, dass da kein Dreck reinkommt. Gerade weil hier. Ja, hier ist ja überall Zwischenraum vorne bei der Vorderachse. Da entsteht schon ganz schön Dreck. Also, ja, eigentlich macht das echt Sinn. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt nichts anderes. Ich baue die jetzt erstmal eben so ein. Und wie gesagt, ich muss das ja eh noch später noch einmal alles wieder auseinanderbauen, um das Ganze zu lackieren. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall die Hardyscheibe. Ich habe jetzt, also die Hardyscheibe, das ist eine neue. Die kommt vom 540er BMW und die hat einen Lochkreis von 100 Millimetern. So und der Lochkreis in der Riemenscheibe ist 105 mm und der alte Lochkreis ist 96 mm. So, jetzt habe ich zuerst, das sieht man wahrscheinlich auch, die hat sich jetzt nämlich ein bisschen verzogen dadurch. Und zwar habe ich erstmal die kleinere Scheibe raufgesetzt. Dadurch haben sich die anderen drei Löcher nach außen gezogen und passen da jetzt einfach perfekt drauf. Ich denke mal schon, dass das alles hält. Ja, also ich versuche jetzt halt zwei Lochkreise miteinander zusammenzuschrauben. Ich wollte das unbedingt ausprobieren. Die feine englische Art finde ich das auch nicht. Aber es ist halt so wesentlich einfacher, weil ich da nicht extra was Neues für bauen muss. Und die Löcher, das ist alles M12 und die Riemenscheibe vom 100er, da ist überall M10. Ich lasse die M10er Schrauben jetzt auch erstmal drin. Allerdings, wenn man hier jetzt M10er direkt reinmacht, dann hat man natürlich Spiel ohne Ende. Da habe ich mir jetzt auch nochmal Hülsen gemacht. Die passen dann hier perfekt rein, dass man dann ja halt kein Spiel in der Schraube hat oder mit der Schraube in dem Loch hat. Sonst wird sich das alles ausschlagen, das geht gar nicht. Ja, und wie ich vorhin schon sagte, dann die. Ja, genau, nicht das Bier. Irgendwo da oben. Ja, da sind die Passhülsen. Ja, die kommen dann dazwischen. Oh, statt der ganzen Unterlegscheiben. Das ist wahrscheinlich etwas besser. Ja, ich baue das mal eben ein und dann gucken wir gleich mal.
Ja, ich habe jetzt die Hardyscheibe hier montiert, jetzt mit den Passhülsen. Also das passt auf jeden Fall richtig gut, auch vom Lochkreis her, dadurch, dass die jetzt unterschiedlich sind. Die drückt sich jetzt natürlich ein bisschen auseinander, aber ja, dadurch, dass die ihre Form nicht verändert, sondern so bleibt, glaube ich, hält das eigentlich. Ich will es auf jeden Fall nicht unversucht lassen, bevor ich mir hier eine komplett neue Aufnahme bauen muss. Und allein mit dem Rundlauf das alles genau hinzukriegen, ja, es ist kein Problem, das kriegt man alles auf der Drehbank hin, aber ja, ich wollte es halt gerne mal ausprobiert haben. Und was mir später auch nochmal aufgefallen ist, irgendwann, die beiden Schrauben sitzen unter der Zapfwelle. Und ich hatte mir deswegen auch die ganze Zeit gedacht, dass ich die Zapfwelle jetzt auf Abstand setzen muss. Aber Fendt enttäuscht einen ja nicht. Genau da sind die beiden Aussparungen und da passen dann die beiden Schrauben rein. Ja, wusste ich vorher auch nicht. Ist mir dann später mal aufgefallen. Gut, ich baue die mal kurz an und dann können wir vielleicht sogar schon mal einen Probelauf machen. Ja, montiert ist sie jetzt. Batterie habe ich schon mal angeschlossen. Ich habe es eben gerade schon mal laufen lassen. Nicht, dass es dann im Video zum Unfall kommt. Ja, ich schmeiße den Trecker mal eben an und dann könnt ihr es auch mal sehen. Ja, läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Ich glaube immer noch, dass es geil wird. Ja, auch das mit der Platte, wo die jetzt sitzt, das passt richtig gut, genau hier, wo die Bolzen dann reinkommen. Also ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht, als ich das ursprünglich gesagt habe. Ich wollte ja eigentlich die Platte nur bis hierhin gehen lassen und die komplette Hydraulikaufnahme so seitlich ranschrauben. Ich glaube aber, dass das stabiler wird, wenn man denn die Platte hier, die hier sitzt, wo einmal die Unterlenker drin sitzen und die Hydraulikzylinder, also auf einer Seite dann, und die Platte komplett durchgehen lässt bis hinten hin, dass die Stöße wesentlich besser abgefangen werden, dadurch, dass die Platte einfach durchgehend ist. Ja, so, wenn ich das nächste Mal weitermache, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, nächste Woche wird es ein neues Video geben. Also ich mache jetzt immer so sporadisch mal hier und mal da weiter. Ja, ansonsten noch so zum ganzen Trecker. Also der sieht momentan immer noch ja, relativ schäbig aus aufgrund dessen, weil der Lack auch einfach schon alt ist und der irgendwann in den 90ern mal so lala neu lackiert wurde. Ich will den jetzt erstmal technisch fertig haben und danach lackiere ich den dann einmal komplett neu. Das heißt, ich will die Kabinen fertig machen. Und das Hydrauliksystem baue ich auch noch einmal komplett neu. Ja, und wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann werde ich den einmal im Ganzen neu lackieren. Weil, ja, das macht sonst keinen Sinn, wenn man den frisch lackiert hat und dann fängt man an, wieder irgendwas auseinanderzureißen. Ja, naja, dann bis nächste Woche.